Hallo und herzlich willkommen zu Mikes Koch- und Backstudio. Heute Abend möchte ich ein Sandwich machen, und zwar ein Mushroom-Sandwich oder Pilz-Sandwich. Und was ich also dafür haben muss, seht ihr gleich nach meinem Intro. Ja, was muss ich alles für meinen Mushroom- oder Pilz-Sandwich haben? Ich habe hier 250 Gramm Champignons, braune, ihr könnt aber auch die weißen nehmen. Dann muss ich haben ein bisschen Petersilie, eine Avocado. Ja, und dann habe ich hier zum ersten Mal ein Eiweißbrot. Ich habe es noch nie gegessen, geschweige probiert. Ich weiß nicht, wie es schmeckt und so was. Auf jeden Fall habe ich hier 8 Scheiben davon. So, bei 160 Grad, nach 4 Minuten müssen wir die drehen. Ja, dann brauche ich hierfür noch eine Pfanne für die Pilze nachher. Ja, und als allererstes müssen wir uns mal hier unsere Pilze schneiden. In der Zeit mache ich mir schon mal die Pfanne heiß. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. So, jetzt kommt die letzte. Das waren unsere Champignons. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Öl. So, habe ich hier meine Pinsel. So, einmal schön auspinseln. Und das überschüssige Öl gebe ich dann immer wieder ab. So. Und jetzt werden wir unsere Pilze da drin schön anbraten. So, und in der Zwischenzeit machen wir unseren Avocado-Kern raus hier aus der Avocado. So. Und ihr wisst ja, man kann es nie oft genug sagen. Der Avocado-Kern rausholen. Niemals wie mit einer Axt im Walde in den Kern hauen. Weil wenn er abrutscht und ihr euch in der Hand reinhaut, wartet das. Könnt ihr direkt zum Krankenhaus fahren. Immer den Kern nehmen, ein Messer, leicht reinhauen und dann könnt ihr den Kern rausholen. Bumm. So. Und jetzt holen wir das ganze Fleisch raus. Das ganze Fruchtfleisch hier raus. Ja. Einmal. Jetzt machen wir ein bisschen Pfeffer an die Avocado. Und ein bisschen Salz. Dann zerdrückt man das schön und machen daraus eine Paste. So, jetzt haben wir uns hier aus der Avocado unsere Paste gemacht. Jetzt gucken wir mal nach unserem Brot. Das wird jetzt mal gedreht.
Jetzt braten noch unsere Pilze an. Jetzt streuen wir uns noch ein bisschen Petersilie oben drauf. Ihr könnt natürlich auch frische Petersilie nehmen. Kommt hier auch noch ein bisschen Pfeffer dran. So. Und jetzt gehen wir hin und nehmen uns hier von der Paste und schmieren das dann auf das Brot drauf. Und jetzt kommen dann noch die Champignons hier oben drauf. So, und jetzt einmal zudecken. Und dann können wir auch schon anrichten. Und fertig ist mein schnelles Gericht, Mushroom Sandwich oder Pilz Sandwich, wie ihr es nennen wollt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Daumen da, schreibt einen Kommentar da unten rein. Rezept sende ich euch in die Infobox und schaut auch mal hier in meine anderen Videos rein. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, sagt euer Mike.